In One Piece passieren selten Sachen, die wirklich unlogisch sind, und jeder, der Oda kennt, weiß, dass dieser Mann alles und wirklich alles bedenkt und plant, um uns Zuschauern das bestmögliche Erlebnis zu bescheren. Das merkt man allein daran, dass in One Piece seit Jahren die Theoriekultur bestehen bleibt. In One Piece passiert somit eigentlich gar nichts ohne Grund. Blicken wir mal aber auf Wano Kuni zurück. Denn dort passierte etwas, was mir jetzt immer noch zu denken mitgibt. Was mir aber auch zu denken mitgibt, ist, dass du noch kein Abonnent dieses Kanals bist. Um mich zu unterstützen und um dieses Video in den Algorithmus zu befördern, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um mir auszuhelfen. Es bedeutet wirklich sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank. Ich frag dich mal direkt und trocken, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Kämpfe der Strohhüte, besser gesagt von Zoro und Ruffy, was die Belastung angeht, die extremsten Kämpfe waren, die wir bis jetzt in One Piece gesehen haben? Ich denke ja, das wirst du. Also ich meine, Ruffy wurde wortwörtlich getötet, sein Herz hörte auf zu schlagen. Und bei Zoro war es so ähnlich. Er hatte die stärkste Attacke aus ganz One Piece abgewehrt, / abgelenkt und gefühlt seinen ganzen Körper voller gebrochenen Knochen gehabt. Danach kämpfte er sogar noch weiter gegen Kaido und später dann sogar noch gegen King. Also Zoro hatte wirklich einen sehr, sehr, sehr schwierigen Arc und ich würde sogar sagen, was die Belastung und den Körper angeht, den schwierigsten für Zoro. Aber das ist ja nicht mal alles, denn was das Ganze so interessant macht, es ist nicht nur die Belastung, die sowieso schon behindert krass war, er bekam die Mink-Medizin. Und die Mink-Medizin heilt ihn zwar für den Moment, aber dann später werden die Nachwirkungen doppelt so stark sein. Und so kämpfte er dann noch gegen King und holte sich noch mehr Verletzungen. Also, dass Zoro hier überlebt hat, ist schon sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und dann noch mit der Mink-Medizin, wo die ganzen gebrochenen Knochen und Zoro, der sowieso schon am Ende war, Blut gespuckt hat, dann noch gegen King kämpft und diese verdoppelten Nachwirkungen nochmal mit den Verletzungen von King kombiniert. Also heftig, heftig, dass er das überlebt hat. Und hier würde ich schon fast schon sagen, dass das Unlogische eintritt. Zoro müsste eigentlich tot sein. Ruffy ist auch gestorben, kam aber dann irgendwie zurück, weil er Joyboy ist und weil seine Frucht erwacht ist und sein Herz dann wieder angefangen hat zu pochen. Aber es war Fakt, Ruffys Präsenz war ausgelöscht, der Typ war einfach tot. Wenn ihr es nicht gemerkt habt, lest euch nochmal die Stelle im Manga nach, aber es ist Fakt. Und ich denke, bei Zoro war es so ähnlich, weil wir haben Zoro auch rumliegen sehen, wie er am Ende war. Und ich denke, dazu komme ich gleich nochmal, dass Zoro auch wirklich vielleicht gestorben ist oder dem Tod nah war und es was mit dem Sensenmann zu tun hat, den wir da gesehen haben. Aber dazu gleich nochmal, deswegen bleibt bis zum Ende dran. Zuallererst möchte ich aber Ruffy etwas in den Schutz nehmen, weil bei Ruffy kann man wirklich ein paar Gründe finden, warum das nicht so unlogisch ist, dass sie schon nach 7 Tagen, also die haben eine Woche sich ausgeruht, lagen eine Woche, sage ich mal, im Koma, sind aufgewacht und waren dann wieder topfit. Und bei Ruffy sage ich, es könnte eventuell Sinn ergeben wegen seiner Teufelsfrucht, weil wir wissen, Ruffy hat die absolute Freiheit in seiner Joyboy-Form und Kaido hat ihn sehr, sehr oft attackiert, aber Ruffy hat das mal so eben weggesteckt. Klar hat ihm wehgetan, aber irgendwie schien es so, als könnte er sich teilweise immer heilen oder natürlich so aussehen lassen, dass die Attacke keinen Effekt auf ihn hat. Trotzdem ist er sehr, sehr am Ende gewesen, aber bei Ruffy finde ich diese eine Woche, die er wirklich sich als Pause genommen hat, im Koma lag teilweise schon, eigentlich ganz plausibel. Also könnte es doch sein, dass er eventuell teilweise durch seine Frucht geheilt ist oder sich selber geheilt hat, was zwar nicht so erwähnt wurde und was ich nicht als Fakt nehmen würde, aber dass dieser, ich sag mal, Fortschritt und diese Heilung auf jeden Fall was mit seiner Joyboy-Form zu tun hat, weil ich meine, er ist ja auch gestorben und allein deswegen kam er ja wieder in Topform wieder zurück. Deswegen könnte schon sehr, sehr gut sein, dass das dazu beigetragen hat. Außerdem wurde bei Ruffy nichts zur körperlichen Lage oder den Knochen gesagt. Man hat nicht gesagt, Ruffy ist am Ende, alles ist gebrochen oder sonst was. Und er hat auch keine Mink-Medizin genommen, die seine, ich sag mal, körperlichen, schweren Verletzungen dann im Ende verdoppeln. Also bei Ruffy kann ich es verstehen, dass er nach 7 Tagen wirklich die Ruhe bekommen hat und dann wieder fit ist. Aber jetzt Zoro? Zoro soll genau nach diesen 7 Tagen, die sind gleichzeitig aufgewacht, wieder fit sein. Und das ist, finde ich, das Unlogische in One Piece. Und ich frage mich, ist es wirklich unlogisch? Diesmal können wir endlich sagen, oder du hast was unlogisch gemacht, oder plant, oder das was. Und darauf gehen wir jetzt ein. Denn ich möchte, dass ihr euch an die Attacke von Kuma zurückerinnert, wo Ruffys Schmerzen genommen wurden und in Zoro reingetan wurden. Was bis jetzt, würde ich sagen, die heftigste Verletzung oder die schwere Verletzung von Zoro war. Und das haben wir sogar noch auf dem Sabaody-Archipel gespürt. Er konnte nicht kämpfen, weil er immer noch diese
extremen Verletzung hatte von dort. Und da hat Oda uns gezeigt, wie schwer eigentlich Verletzungen in One Piece sein können. Da haben wir gemerkt, ach du Scheiße, ein Arc später, Zoro kommt immer noch nicht mit der Verletzung klar. Und meiner Meinung nach, und das dürft ihr jetzt auch in die Kommentare schreiben, finde ich, ist das, was jetzt gerade passiert ist, um Vielfaches extremer. Denn er hat Attacken von Kaiser abbekommen, nicht nur die Schmerzen von Ruffy, er hat seinen Körper komplett eliminiert, diese dann mit der Mink-Medizin verdoppelt und dann noch gegen King gekämpft. Also für mich persönlich finde ich hier ganz klar, hier sind die Verletzungen viel, viel schwieriger und nach einer Woche sollte es eigentlich nicht geheilt sein. Falls sie geheilt sind und wir wirklich zu den Verletzungen nichts mehr zu sehen bekommen, fände ich es unlogisch und das werfe ich jetzt hier einfach mal so in den Raum und bin wirklich auf eure Meinung gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Aber es muss ja nicht sein, dass Zoro geheilt ist. Wer sagt denn, dass Zoro nach einer Woche schon topfit ist? Vielleicht sehen wir es einfach noch nicht. Vielleicht bemerkt er es noch nicht ganz oder wir haben es nicht bemerkt, weil ich meine, Zoro hatte auch keinen extremen Kampf. Damals haben wir es auch zwar bemerkt, ohne dass Zoro einen Kampf hatte, weil er ungelogen bei Bewegungen schon immer noch Schmerzen hatte, Verbände um seinen Körper hatte. Aber vielleicht sehen wir es ja noch in dem nächsten Kampf, den Zoro haben wird, dass er immer noch wirklich mitgenommen ist von diesem Kampf, was er eigentlich sein sollte. Was sehr wichtig ist, der Sensenmann. Und ich denke, dass das eventuell was mit dem Sensenmann zu tun hat. Was hat der Sensenmann dort gemacht? Eigentlich haben alle den Sensenmann vergessen. Wieso redet keiner mehr über diesen scheiß Sensenmann? Und ich denke, dass der dort aufgetaucht ist, hat seinen Grund, weil Zoro lag da am Ende, er war so gut wie tot und dann taucht dieses mysteriöse Wesen und das war kein Mensch, das war kein Typ mit einer Teufelsfrucht, es war wirklich ein mysteriöses Wesen. Und vielleicht hat der Zoros Heilung etwas mit diesem Wesen zu tun, weil genau dort dachte sich jeder, scheiße, Zoro ist doch jetzt tot und am Ende hat er es doch überlebt und jetzt hat er nach einer Woche schon nichts mehr. Also es könnte sehr, sehr gut sein, dass dieses mystische Wesen Zoro Leben gegeben hat, ihn geheilt hat, im Tausch zu etwas oder irgendwas generell mit den Verletzungen oder mit dem Stand von Zoro zu tun hat. Vielleicht wäre Zoro gestorben und deswegen ist dieses Wesen dort aufgetaucht. Ich bin wirklich gespannt, was Oda dazu sagt, aber ich bin mir sicher, wenn Zoro jetzt wirklich keine Verletzung mehr hat, topfit ist, dann hat es irgendwas mit dem Sensenmann zu tun, weil Oda hat es so krass gepusht, Freunde. Ich erwähne es nochmal, er hat es so krass gepusht mit dieser Mink-Medizin, dass Zoro danach extrem schlimm dran sein wird, dass er eventuell nicht mal überlebt und dann nach einer Woche ist er einfach wieder topfit. Kann einfach nicht sein. Also freut euch auf den nächsten Kampf, wo Zoro etwas machen muss, denn wenn er dort keine Verletzung hat, ist es entweder etwas unlogisch gemacht, meiner Meinung nach, oder es hat was mit dem Sensenmann zu tun. Und ich habe auch gelesen, dass Leute schreiben, Zoro hat einfach einen behindert starken Körper, der wurde schon abgehärtet durch das, was mit Kuma passiert ist damals. Er ist verdammt stark und robust und deswegen hat er das so easy überstanden. Nein, kann doch nicht sein, dass er sowas so einfach übersteht. Der Typ war in Bandagen eingewickelt, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. Er war wirklich an Bandagen festgemacht und hat dann nochmal eine Medizin genommen, die das am Ende verdoppelt. Er müsste tot sein. Jeder normale Mensch wäre tot. Okay, Zoro ist ein bisschen robuster und heftiger und ein wirklich starker Typ, ein Kämpfer mit Wille, aber trotzdem hätte man nach einer Woche noch Folgen davon bemerkt. Es ergibt keinen Sinn, Freunde. Also das müsst ihr einfach einsehen und ich bin gespannt, was für eine Erklärung uns da Oda liefert oder ob wir hier sagen werden irgendwann, das war damals unlogisch in One Piece. Aber das soll es von mir auch gewesen sein. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Peace out, euer Kanister.